Von der Firma Gammabay habe ich einen Projektor mit der Bezeichnung Joy erhalten. Der große Vorteil dieser Geräte ist, dass damit jede weiße Wand zum Bildschirm umfunktioniert und dabei die Größe der Projektionsfläche in weiten Grenzen frei gewählt werden kann. Es handelt sich beim Joy um ein günstiges Gerät der Einstiegsklasse, das jedoch seitens der Elektronik mit einem großen Funktionsumfang aufwarten kann. Der Joy ist mit einem Gewicht von nur 1,4 kg sehr leicht und mit den Abmessungen 145 x 175 x 175 mm recht kompakt gebaut, womit das Gerät leicht transportiert werden kann. Entsprechend ist ein Kunstlederriemen als Tragegriff an dem Gerät angebracht. Mit im Lieferumfang enthalten sind ein Netzkabel, ein HDMI-Kabel, ein AV-Kabel und eine Fernbedienung. Werfen wir zuerst einen Blick auf die inneren Werte des Gerätes. Als Lichtquelle dient ein Raster aus 11x6, entsprechend 66 LEDs. Diese konsumieren den größten Teil der elektrischen Eingangsleistung und müssen daher aktiv gekühlt werden, um die Verlustleistung abzuführen. Der dafür eingesetzte Lüfter ist zwar temperaturgeregelt, läuft aber ständig und das nicht geräuschlos. Mithilfe von Fresnel-Linsen und einem Polarisationsfilter wird das von einem 1280x720 Pixel LCD generierte Bild über einen Spiegel zur Frontlinse gelenkt. Wird der Projektor eingeschaltet, so bootet der auf der Hauptplatine verbaute PC. Die Projektionsfläche habe ich für erste Tests eher klein gewählt, wie groß diese werden kann, dazu komme ich etwas später. Ist der Bootvorgang abgeschlossen, kann der Joy mit der Außenwelt verbunden werden. Der erste Schritt besteht im Einbinden des Projektors in mein heimisches WLAN-Netzwerk, dabei wird sowohl das 2,4 als auch das 5 GHz Frequenzband unterstützt. Die Eingabe des WLAN-Passworts erfolgt über eine virtuelle Tastatur, per Fernbedienung oder über die Tasten oben auf dem Gehäuse des Projektors. Der nächste Schritt besteht im Einbinden eines Bluetooth-Lautsprechers. Dieser wird problemlos erkannt und verbunden. Somit ist der Projektor bereit, Daten per Funk zu senden und zu empfangen. Als ersten Test verbinde ich ein Smartphone, dessen Bildschirminhalt per Mirrorcast genanntem Verfahren auf die Leinwand gespiegelt wird. Der kleine Smartphone-Bildschirm erscheint nun in groß, wobei auch das Kippen des Bildschirminhaltes beim Kippen des Smartphones korrekt umgesetzt wird. Selbst Videos werden flüssig vom Smartphone hin zum Projektor übertragen. Die Ausgabe der Audiospur erfolgt über die Lautsprecher des Joy oder über den bereits gekoppelten Bluetooth-Lautsprecher, sobald dieser eingeschaltet wird. Every Space Shuttle mission began with a fiery liftoff from Launch Complex 39. Beim Ausschalten geht's automatisch zurück zu den eingebauten Lautsprechern. Über die 3,5 mm Audiobuchse kann auch ein Kopfhörer oder ein externer Verstärker angeschlossen werden. Wird ein USB-Stick oder wie hier eine externe Festplatte angeschlossen, so können Videos und Fotos direkt ausgelesen und angezeigt werden. Brings me back to the cameras. This video sequence was recorded with the main rear camera. Eine dritte Möglichkeit, Daten zu übertragen, besteht über die eingebaute AV- oder HDMI-Buchse. Hier wird der Projektor als Bildschirm für einen Raspberry Pi verwendet, womit der kleine Einplatinencomputer besonders groß zur Wirkung kommt. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Projektion.
Das Handrad an der Linse dient einzig zum Scharfstellen des Bildes, alle weiteren Funktionen werden per Software adressiert. Der Joy verfügt nicht über einen optischen Zoom, per Software kann der Bildschirminhalt jedoch auf bis zu 50% verkleinert werden. Dabei verringert sich allerdings auch die physikalische Auflösung des projizierten Bildes, da der Zoom rein digital erfolgt. Auch ein sogenannter Lens Shift, also ein Versatz des Bildes in horizontaler oder vertikaler Richtung, ist nicht implementiert, bei dem geringen Preis ist halt nur eine relativ einfache Optik drinnen. Ist der Projektor allerdings nicht exakt senkrecht zum Mittelpunkt der Leinwand ausgerichtet, was wohl fast immer der Fall sein dürfte, so kann die dadurch verursachte Verzerrung der Projektion korrigiert werden. Der Joy bietet dabei die Möglichkeit, die Verzerrung an allen vier Eckpunkten so einzustellen, dass eine rechteckige Projektionsfläche entsteht. Auch hier wird die Korrektur errechnet und nicht über eine Optik angepasst. Ist das Bild korrekt ausgerichtet und fokussiert, so erhält man trotz oder gerade wegen der einfachen Optik ein recht klares Bild, ohne allzu auffällige Verzerrungen oder chromatische Aberrationen. Fotos, die das im Detail zeigen, gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Die physikalische Auflösung beträgt, wie bereits gesagt, 1280x720 Pixel, resultierend in einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Um die per Software realisierte, digitale Verkleinerung des Bildschirminhaltes nicht nutzen zu müssen, sollte der Joy in dem passenden Abstand zur Leinwand aufgestellt werden. Der minimale Abstand, mit dem das Bild noch scharf gestellt werden kann, beträgt 125 cm, was in einer Bilddiagonalen von 95 cm resultiert. Meine Leinwand erlaubt eine maximale Bilddiagonale von 236 cm, was in einem Abstand von 288 cm der Fall ist. Für alle weiteren Bilddiagonalen könnt ihr den guten alten Dreisatz bemühen. Je größer die bestrahlte Fläche, umso lichtschwächer wird die Projektion, hier dürft ihr von dem Joy keine Wunder erwarten. In einem abgedunkelten Raum erhält man aber ein recht gutes, angenehm großes Bild. Die Farbe und Beschaffenheit der Projektionsfläche haben auf die Helligkeit des Bildes einen nennenswerten Einfluss, passend zum Projektor ist die hier verwendete Leinwand preislich im unteren Segment angeordnet. Wer genau hingesehen hat, dem dürfte die Welle in der Leinwand schon aufgefallen sein, eine gute Projektion wird immer von der Summe aller Teile bestimmt. Der Joy kann auch kopfüber an der Decke montiert werden oder eine teilweise lichtdurchlässige Fläche von hinten anstrahlen, per Software wird die Projektion gedreht oder gespiegelt. Im Betrieb werden etwa 48 Watt an elektrischer Leistung konsumiert, der Beamer erwärmt sich dabei an der Außenseite an der heißesten Stelle, der Austrittsöffnung für die Kühlluft, auf etwas mehr als 50 Grad Celsius. Der Rest des Gehäuses ist mit unter 40 Grad Celsius deutlich kühler. Alle technischen Daten zum Joy und viele hochaufgelöste Fotos vom Gerät und dessen Innenleben gibt's wie immer auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Dort findet ihr auch viele Fotos von Beispielprojektionen, mit denen ihr euch einen eigenen Eindruck von der Bildqualität machen könnt, ohne dass euch dabei irgendjemand etwas vorquatscht. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!